Hi, danke fürs Einschalten. Valheim, in der letzten Folge habe ich beide Aufnahmen gehabt. Dieses Mal ist leider was schiefgegangen. Paul hat seine Aufnahme nicht gestartet, deswegen gibt es nur meine Sicht. Ich bin immer noch nicht gut im Reden zu YouTube-Videos. Ich versuche euch irgendwie ein bisschen was zu unseren Plänen und zum Spiel zu erzählen und hoffe, ich muss nicht zu sehr schneiden und Cuts setzen, damit meine M's und S und all diese Dinge nicht störend im Video sind. Am Anfang haben wir ja eine Basis gebaut und dann irgendwann den ersten Boss besiegt und jetzt konnten wir uns eine Spitzhacke bauen. Jetzt haben wir endlich eine Spitzhacke. Ich habe dann erstmal Dinge aus dem Weg räumen wollen. Dabei habe ich Pauls Lieblingsstein etwas kaputt gemacht. Ja, ich Was ist hätte. den Stein in der Mitte da weg? Wolltest du ihn behalten? Ja. Oh. Ich fand den irgendwie cool. Ja, dann hat er jetzt ein Ja, Loch. Paul hat sich dann aber was überlegt. ja, dann bauen wir da noch irgendwas rein. Kann man irgendwie so kleine Statuen bauen oder sowas? Dann ist das so ein Schrein. Und nachdem wir dann Spitzhacken hatten, war eigentlich so ein bisschen der Plan, Erze zu sammeln. Um dann festzustellen, Moment mal, wir brauchen ja auch einen Schmelzofen und einen Kohlemeiler. Das heißt, es bringt gar nicht so Ist viel, jetzt eigentlich. hier mords viel Kupfer zu sammeln. Zwischendrin haben wir dann noch die Ecktür-Trophäe abgegeben. Nicht auf Opferstein, doch jetzt, okay. Genau, so, die Kraft will ich haben. Das ist tatsächlich ziemlich cool, ja. Auf dem Weg nimmt man natürlich alles mit, was man kriegen kann. Immer Rehe killen, wenn du irgendwie auf dem Weg welche findest. Die armen Rehe. Ist einfach, dieser Wald ist so gerodet hier. Bist wieder da oben Ja, unterwegs. ja. Da war gerade ein Hirsch. Zwischendurch mussten wir natürlich auch mit Trollen kämpfen und anderen Gestalten. Ja, mit dem Speer. Wie so ein Zahnstocher. Ich mag den schwer. Das habe ich gar nicht so. Oh! Ich bin tot. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwie gekrittet oder so. Der hat zweimal hintereinander goldenen Damage genommen. Mit Oh einem Schuss. shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich hab ihn! Ja, schön. Nice. Nur noch einen Ficker. Damit konnten wir dann Ausrüstung verbessern. Ah ja, eine Trollledertunika. Ich habe unser Lager sortiert. Voila. Ist gleich white. Ach, guck mal an. Perfekt. Ach, schön. Gefällt mir. Das Farmen ging noch ein bisschen weiter, obwohl wir eigentlich andere Pläne hatten. Back to Nature, ich mache die Musik im Videospiel aus. Ja. Ich bin ein richtiger Naturbursche. Ich war im Spiel, mache ich die Musik aus, damit es realistischer ist. Hätte ich nicht erwartet irgendwie. Weil so Fußbodenheizung klingt wie so ein modernes Konzept. Aber es gibt es Ja. halt schon länger als Jesus. Gibt's schon länger als Jesus. Ist das, ich habe so nach irgendwas Altem, irgendein altes Konzept gesucht und dann ist halt Jesus Ein eingefallen. altes Konzept, Jesus. Es wird immer besser. Sorry, war das jetzt zu atheistisch für dich? Ah, im ersten Moment habe ich ge mich gefragt, ob du vielleicht ein gläubiger Mann bist. Da gibt es schon länger als Jesus. Aber jetzt im Nachhinein, nee, eher nicht. Nee, nicht so ganz. Obwohl ich streng katholisch erzogen wurde, also. Ehrlich? Ja. Ah, lecker, sowas macht doch Spaß, oder?
Na, richtig viel Spaß macht das, ja. Das ist ein Gamechanger. Ich kann den Speer werfen. Okay. Ich dachte, ich kann nur hauen. Das ist ja mega stark. Wirft er mir einen Stein an den Kopf? Problem, wenn man den Speer wirft. So, Leute, ich habe mich gerade gewundert, was passiert ist. Hier ist dein Speer. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der liegt dann auf dem Boden und ich muss ihn holen oder du steckst ihn ein. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt und denke, Feuerstein, Speer, was will das Spiel jetzt von mir? Ah ja, ich glaube, hier gehen wir mal rein. Und dann haben wir unsere erste Grabkammer gefunden. Und hier, Achtung, hier... Da kommen nochmal drei Skelette aus der Nachtbogel. Da oben auch nochmal. Ja, ich würde sagen, hervorragende Ausbeute. Ja, vier Kerne. Ich habe vier dabei. Du hast vier, ich habe auch noch einen, dann haben wir fünf. Da haben wir uns recht gut durchgekämpft. Jetzt wird's hart und haarig. Wir haben uns auch noch an einer Trollhöhle versucht. Das ist eher durchwachsen gelaufen. Aua, ich habe noch 12. Raus hier. Raus. Ups. Gar nicht so leicht. Oh fuck, ich dachte, ich kann unter ihm durchrollen, aber kann man nicht. Aua. Oh. Er versucht lieber rauszukommen irgendwie. Und wieder raus. Aua. Nein, ich bin tot. Weil die linke obere Ecke ist halt komplett leer. Also dein Leichending steht hier noch in der Trollhöhle tatsächlich. Okay, gut. Probier's nochmal, vielleicht kann ich ihn nochmal anschießen. Oh Gott, er steht einfach im Eingang. Ich hab ihn. Haben die zweite Grabkammer entdeckt. Stich ihn ab! Jawohl! Nice! Und dann hatten wir endlich alle Materialien, um einen Schmelzofen und einen Kohlemeiler zu bauen. Und dann hieß es Erz sammeln. Hier muss man, glaube ich, an beide Seiten hinkommen bei diesem riesen Schmelzofen. Einen Wagen gecraftet, um genug Zeug mitnehmen zu können. Holy shit, das ist aber auch eine riesige Ader. Uns wurde erzählt, man könne Kupfervorkommen komplett ausgraben und dann fallen die in sich zusammen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht wesentlich tiefer dürfen. Ich glaube, das müsste hier die tiefste Stelle sein. I am a dwarf and I'm digging a hole. Das gibt's doch nicht. Jetzt! Oh, aua! Holy okay, fuck. Let's go! Das sah gut aus. Aber das schwimmt richtig weg, das Zeug, ne? Geil. Mit all den Materialien, die wir dann hatten, konnten wir am Ende noch eine kleine Bootsausfahrt machen. Ich finde die Musik sehr geil beim Segeln, fällt mir gerade so auf. Einfach so eine chillige Trompete. Ja. Weil wir es einfach komplett verkackt haben, mal irgendwie unsere Aufnahmen aufzuteilen, weil wir kein Konzept da haben, uns nichts überlegt haben, sondern das einfach random angefangen haben. Und ich ein verdammter Noob bin und Paul einfach nur mitgezogen wurde von mir. Deswegen danke fürs Einschalten, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. See you.